Hey, Erik, du bist... Da sind wir wieder zurück. Bei Rap. Und es wird die beste Folge, die wir jemals hatten, habe ich gehört. Tobias! War das ein Diss? Nein. Tobias, es geht endlich, ja? Es geht endlich. Gucke. Ja. Ich habe hier schon mal die Ecke zugebaut, testweise. Und da sind keine Support-Dinger drunter. Oh, ah, okay, das hast du gemeint, das geht nicht zu. Ja, genau. Ich konnte darunter nämlich keine Balken bauen. Und jetzt brauche ich einfach keine Balken mehr. Ich kann jetzt einfach Decken so bauen. Ja, ist das nicht toll? Okay, dann ist das aber total... Also du könntest, wenn du das Spiel jetzt nicht gemoddet hast, könnte man theoretisch gesehen niemals zubauen an der Ecke. Nee, weil ich konnte da aus irgendeinem Grund keine Balken bauen, was vorher eigentlich ging. Ja, das haben wir ja unten in der einen Stelle hier auch. Hier sind ja auch welche. Ja, genau. Aber da, hier in der Ecke ging es halt auch nicht. Hier in dieser Ecke. Und wir hatten vorher schon mal so eine Ecke und da hat es funktioniert und jetzt hat es aber nicht mehr funktioniert und ich weiß nicht warum. Weird. Also habe ich die Abkürzung genommen, Tobi. Und jetzt... Ein Hoch auf das Mod, die Mod-Community. Geil. Und jetzt mache ich hier einfach... Dicht den Kahn. So. Ich hol mir einen hoch auf die Mod-Community. Hey. Was? Geil, hier vorne ist zu, Tobi. Voll nice. Das ist super. So. Hä, wir spielen schon 1 Minute 47 und es war noch keine Möwe da. Hä? Ich glaube, das Spiel ist broken. Soll mal hinmachen, ich will die Kiste heute noch voll kriegen hier. So. Ich glaube, ich muss mal Wasser holen. Und so. Was zu essen auch. Achso. So. Flup, 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 flup. So. Ach, ein Träumchen. Auf der anderen Seite können wir dann eigentlich theoretisch auch dicht machen. Oder wir müssen es vielleicht noch... Vielleicht können wir es noch ein bisschen verlängern. Aber wird das nicht zu viel? Ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass wir noch groß verlängern müssen, oder? Das weiß man nie so genau, ne? Oder ich meine, theoretisch gesehen kann man es natürlich machen, aber wir können es ja auch einfach machen, wenn wir es brauchen, theoretisch, ne? Tobi, mit dir mache ich es immer, wenn ich es brauche. Ich weiß. Meine Gefühle haben sich darauf schon eingestellt. Du kannst mir doch nicht so nur Vorlagen geben, Tobi, das geht nicht. So, oh. Ich habe gerade nur die Möwe dahin stürzen sehen. Schnell, die sind unten. Tobias? Fahren wir eigentlich richtig? Ja. Gönn dir. Alter. Voll der Möwenslayer, ey. fahren wir eigentlich gerade überhaupt? Da kommt unten was in die Müllkiste die ganze Zeit, ja. Ja, die Segel sind alle zu. Und waren wir nicht letzte Folge an der Insel? Ist der Anker noch ausgeworfen? Den habe ich rausgemacht schon. Ah, cool. Ja, dann, ja, okay. Dann gucke ich mal, wie ich hier oben weiterbaue. Die Segel müssen auf jeden Fall wahrscheinlich bald eine Etage höher ziehen. Weil jetzt können wir das ja. Nicht wahr? Ja, fehlt nur das Holz, ne? Gut, da sind noch 208 da, ne? Noch. Ich gehe davon aus, dass die nicht mehr lange da sind. Ja, das wird sich gleich ein bisschen dezimieren, fürchte ich. So, und dann würde ich bis hier. Ich glaube, ich mache noch einen weiter. Dann mal hier zu. So. Cool, dass es immer 6 kostet, das ist natürlich nice. Ach, Tobi, oh. Ja, das. So. Okay, theoretisch. Ich mache natürlich ein paar Türen rein, vielleicht sogar Fenster, ich bin noch nicht sicher. Also theoretisch wäre das hier eventuell zum Beispiel für Tiere. Da hinten ist eine normale Insel. Oh, aber wie heißt denn der Hai heute? Ach ja, stimmt. Jörg. Ich sehe den Hai, aber ich kann seinen Namen nicht lesen.
Oh, oh Gott. Oh, oh Gott. Okay, es war besser so, dass du ihn nicht lesen konntest. Ach, es ist kompliziert, Tobi. Es ist einfach kompliziert. Oh Gott. So, ich glaube, die beiden Mitteldinger mache ich dann raus. Einfach hier. Hier. Na, so wie drüben. Ach so, ach, hier ist ja auch noch, hier sind ja auch noch die Treppen. Ja, das mit den Treppen ist natürlich nervig, wenn die hier drin sind. Doch, die Seilrutsche nehmen. Ja, ich überlege gerade, hier wollte ich dann, mal gucken, mal gucken. Oh, wir haben nicht mehr so viel Holz, ach doch, Hammer. Ja, mal gucken, was wird. Ach, Seile brauche ich noch. Seile, 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 Seile. Oh nein, das kostet ja Palmblätter. Nee, da hörst du auf jetzt. Die sind immer so knapp. Tobi, was soll ich da machen? Schluss. Was soll ich da machen? Erik aus. Mann. Tobi in der Kiste, ja, ich sehe es. Ach, sehr gut, sehr gut. So. Dann auf der Seite auch nochmal. So. Und theoretisch. Ich muss da auch nochmal zumachen. Okay, warte. Erik? Ja? Kochst du endlich nochmal irgendwann so eine Kartoffel-Zwiebelsuppe? Gelüstet es sich wieder danach? Überhaupt nicht. Verstehe ich nicht. So. Und theoretisch kann man da Planken hinsetzen. Oder. Erhöhter Boden. Ein Boden, der halb so hoch ist wie die Wand. Okay. So. Und dann. Was gibt's denn hier eigentlich Schönes? Ach, auch schön. Mann, Tobi, komm mal her. Was denn? Komm mal her, da wo vorhin noch nicht fertig war. Ah. Oh, wow. Nice. Oh. Voll geil. Das ist ja geil. Ne? Oh, ist das schön. Schön. Ist das schön. Zum Angeln ist das auch super. Boah, das hätte ich jetzt auch gerne. Also würde ich jetzt auch gerne wirklich in echt sitzen. Ne, wirklich so. Hier fehlt noch in der Mitte irgendwie ein Tisch mit. Vielleicht mache ich noch was mit Getränken oder so. Achso, ja, so Flasche mit Wasser halt. Ja, Getränke, okay, cool. Ja, mehr haben wir leider nicht. Nee, naja, hätte ja auch schöner sein können. Aber das ist schon mal so, ne? Das ist so das Unterdeck hier. Ja, schön. Mal schauen, was man noch so machen kann. Huch. Sehr gemütlich. So. Auch hier mit dem Rumlaufen und so, genau so stelle ich mir das vor. Ne? Da drin wollte ich jetzt so die Tierstelle machen oder so. Ich weiß noch nicht. Tiere oder vielleicht die Beete erstmal. Ja, ich glaube, da kommen die Beete rein. Das mit den Treppen ist noch ein bisschen störend bei den Beeten, aber müssen wir mal gucken. Ja, gut. Ich glaube, wenn wir hier, wenn du das vordere Stückchen hier nur als Beete nimmst, ganz ehrlich, das reicht locker. Also für uns auf jeden Fall. Ja, easy. Gehe ich mal von aus. Wir sind nur zwei Leute. Wir ernähren uns momentan von zwei Kartoffelbeeten. Ich glaube, das geht ja alles hin. Ja, locker. Die Segel muss ich mal gucken, wo die hinpacken, aber dafür brauchen wir erstmal die Decken oben drauf. Und das geht ja jetzt theoretisch so. So. Ich glaube in unserem Master Bedroom, ne? Da hätte ich gerne eine höhere Deckenhöhe als hier. Du meinst doppelt so hoch? Vielleicht. Mal gucken, wie es gut aussieht.
Habe ich alle Bretter verbraucht? Ja, war schon wieder sehr leer. Ah, ich hab wieder aufgefüllt ein bisschen, ist aber leider nicht so arg viel, glaube ich. Okay, gut. Dann übertreibe ich mal noch nicht. So, ich baue mal trotzdem ein paar Balken, ne? Müssen wir mal gucken und dann mal schauen. Ja, wenn man die so optisch so ein bisschen reinmacht, ist ja alles easy, aber... Genau. Also eher optisch und nicht, dass die Statik irgendwie keinen Meter hält. So, Ziege, wie sieht's aus? So. Ach. Ist das schon... Hä? Trinken? Wieso kann ich die Felder nicht gießen? Hast du die Felder gegossen bei der Ziege? Nee. Mit E normalerweise, mit, oder? Ja, ich kann die gerade nicht gießen. Kannst du mal kurz gucken, ob du die Felder gießen kannst? Bei mir ist kein E. Gerade. Warte. E, hier ist E ernten. Zwei Blumen fehlen schon. Nee. Hä? Ich kann die Ziege tragen mit E, aber hier gießen ist nicht. Ja, Ziege tragen kann ich auch, gießen kann ich aber nicht. Hä? Okay. Ich kann auch trinken. Probiert. Kann man das denn noch? Warte mal. Hier unten, wie sieht's hier aus? Warte mal, ich pflanze mal die Kartoffeln neu. Ja. Guck, ob das hier noch geht. Also bei den Feldern ging's eben noch, oder? Nee, ging's nicht. Konnte ich nicht sehen. Ja, also bei den Kartoffeln geht's noch ganz normal. Hä? Halten Gras, muss man Grasdinger austauschen? Ich hoffe nicht. Das wäre nicht so geil. Wenn dann aber auch nur, weil es pur realistisch ist. Ja, weil Gras aber nicht nachwächst am dritten Mal. Das weiß man. Nee. Ich meine, also wie oft sehe ich in der Nachbarschaft Leute, die nach zwei Wochen ihren Rollrasen rausschmeißen, weil er halt einfach nicht nachwächst. Ja, dann muss halt neuen kaufen, anders geht's nicht. Ja. Was will man machen? Ja, ist bitter, aber ist halt so, ne? So, hier vielleicht... Ja, ich glaube, wir werden genug Platz haben für alles. Ja, ich glaube auch. Wobei, was ist denn mit den Bäumen? Aber wir haben noch eine obere Etage. Es, ja. Ich weiß, ich weiß, wo ich die Bäume hinmache. Wie cool. Jetzt will ich die ganze Zeit nur angeln. Ich hab voll Bock, die ganze Zeit nur zu angeln an dieser Stelle. Ja, sag ich doch, das ist voll geil. Verdammt. Weil das ist für die Zuschauer halt super boring, glaube ich, aber so zum da sitzen ist das voll geil. Ne, finde ich auch. Warte, ich klaue mal die Kartoffeln vom Grill und nasch mir die mal rein. Nimm die Finger weg. Zu spät. Die sind noch nicht fertig. So, gleich wieder Metall nachkippen hier. Dann nochmal eine Planke in die Tasche stecken. Hallo, Tobias. Ah. Na du? Wow. Unangenehm. Am besten noch so in den Nacken schnauben. So übergriffig. Machen sie jetzt alle wieder, weil die Masken nicht mehr gelten. Ja. An der Kasse immer so schön. Was soll man da sagen? Ja, nichts. So, warte mal. Hämmerchen. Okay. Ja. Die Seebrassen sind aber auch hässlich, ne? Shit, jetzt habe ich sie nicht hingekriegt. Ich bin zu früh gesprungen, verdammt. Die Seebrassen. Ja, was? Gut, ja, die Seebrassen. Die Seebratzen, wohl eher. Du hast die Möwe gerade nicht gewonnen. Nee, leider nicht. Tut mir leid. Er ist enttäuschend jetzt. Also ich weiß, du. Auf nichts mehr kann man sich verlassen. Ich weiß. Tut mir leid.
Nee, das ist echt jetzt also. Puh. So. Ja, mal gucken. Das sieht schon ganz hübsch aus hier oben, oder? Ja, mal gucken, wo die Reise hingeht. Ich weiß selber noch nicht so genau. Was haben wir denn so für Optionen? Ist das hier? Nee. Wo sind die Gartensachen da? Anbauflächen. Ach, ich habe eine Mod für neue Anbauflächen übrigens. La la la. Oh, geil. Ui, 42 Rope. Lets you grow uncountable amounts of plants. Geil. 4x4 müssen wir alle mal ausprobieren. Einfach für größere Pflanzenflächen. Fand ich irgendwie gut. Ja, warum auch nicht? Damit es einfach sauberer ist. Ach so, ich glaube, das Gras... Ah, weil es regnet, ist das Gras schon gegossen. Ah, ja, das kann sein. Wie unerwartet komplex. Das möchte ich bitte überprüft haben. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich bin verwirrt und erfreut gleichermaßen. Frage ist jetzt, was wird uns abgezogen irgendwo von der Ernte, weil wir jetzt kostenlos Wasser bekommen haben? Es ist verwirrend. Wächst wahrscheinlich 8 Tage länger. So, warte mal. Das hier ist dann innen. Das nimmt, wenn ich das so mache, nimmt es zu viel Platz weg, glaube ich. Ja, so wie ich es gerade bauen wollte. Ich will nicht so viel Platz verschwenden. Also wir haben natürlich Platz, aber ich will da auch nicht zu verschwenderisch sein irgendwie. Was sind das denn für neue Töne? Ja, es macht es nicht einfach, ne? Ich bin... Aber wow. Wow. WTF? Schwierig. Wer bist du? Es ist ja nicht über Minecraft hier, ne? Wir haben nur begrenzt Platz. Ja, das stimmt schon. Ja. Und natürlich können wir immer weiter ausarten, aber irgendwann werden die Wegstrecken halt ein bisschen zu, naja, du weißt selber. Schwierig. Nervig. Alleine das Hin- und Herlaufen zum Trinken holen und, naja, du weißt ja selber. Ja, das stimmt. So. Trotzdem muss das hier weichen. Das hier auch. Hilft nix. Und dann geht's hier weiter. Ich wünsche, die Planken würden schneller kommen. Ich bin dabei. Du kannst dich ein bisschen beeilen, bitte. Die Leute wollen auch was sehen. Was? Ich geh jetzt angeln. Hä? So. Ein paar Planken sind aber schon da, glaube ich, ne? Die halten zwar wahrscheinlich nie lange, aber... Ja, ich bin schon gerade am Dezimieren, Tobi, keine Sorge. Alles klar, da ist... Und natürlich, was höre ich da hinten schon wieder? So. Da komme ich doch mal rum. Ich habe ein Stück Steiß in deinem Bienennest gefunden, Tobi. Sehr geil. So. Nice. Prima. Knack. Oh, ich bin so doof. Oh nein, bin ich doof. Jetzt hat die Möwe mich kurz abgelenkt. Aber, nee, ist richtig. Ah, ist ja richtig. Nee, ich bin... Alles gut. Das ist richtig. Es müsste alles richtig sein. Fusch. Ach, es ist so toll, wenn die Wellen wieder durchs Unterdeck schippern. Ach, wenn hier eh die Tiere hinkommen, ne? Also ich weiß nicht, Tiere oder Felder? Ich weiß, wolltest du da jetzt hinmachen? Ja, ja, Tiere und Felder auf dieses Deck halt, ne? Aber ich würde noch gerne irgendwie so außenrum, dass man außenrum, aber... Man kommt ja auch noch dieses Hinterdeck, Achterdeck, ich weiß, wie das heißt, keine Ahnung. Da kommt man ja auch noch irgendwie hin.
Also man soll ja auch hier, weißt du, hier so lang kommen. Achso, wo ist denn? Hier so rauskommen durch die Tür. Mhm. Aber in der Mitte soll ja gleichzeitig noch, hier in der Mitte ist ja eigentlich der Raum mit den ganzen Tieren und so. Aber vielleicht mache ich einfach ein paar Ställe und mache dann zwischendurch immer so eine Tür nach draußen. Ja, das klingt doch gut. Ich glaube, das passt besser. Ja, das sieht schon krass aus hier oben mittlerweile. Bin mal gespannt, wo das noch hinführt. Weiß ja selber nicht. Größenwahn, ne? Kennt man doch. Naja, das Größenwahn ist das jetzt nicht. Nicht? Ich finde, diesmal ist das hält sich alles noch im Rahmen. Ja, gut, klar. Ich meine, ich sehe die Ecke da hinten zwar fast nicht mehr, weil die nicht lädt. Aber ist im anderen Schank. Ich meine, ist aber mal ein Schank noch so. Hm. Ja. Aber hey, gut, Erik, wenn du sagst, das ist kein Größenwahn. Na, das ist okay. Ich glaube, ich vor dir. Ich glaube, das ist okay. Das ist legitim. So, aber das hier muss ich leider mal. Mal weg. Klar. Hier ging es irgendwie zu, aber ich würde ehrlich gesagt gerne. Okay, warte. Die Tür ist da hinten. Palmblätter. Was? Was? In der Kiste fehlen Palmblätter. Wie kann das denn passieren? Also, jetzt geht's aber los. So, okay. Das ist dann quasi... Nein, hier ist gerade der Hai vorbeigeschwommen und ich habe den Namen nicht lesen können, weil er so schnell war. Gott sei Dank. Irgendwas mit Wolken? Nein. Okay. Okay, das ist eine hier. So. Huch, hier fliegt Holz runter. Entschuldigung. Ich bin am Tanzen da oben. Entschuldigung. Bin selber noch nicht sicher, ob das alles so gut wird hier. So. Und die Dinger versetzt sich dann einen nach vorne, glaube ich. Sieht, glaube ich, auch besser aus. Ich wünschte, man würde alle Planken wieder zurückkriegen und nicht nur die Hälfte. Ja, ist halt auch, wenn man sich mal verbaut, ist das halt schon hart, ne? Beziehungsweise, du kannst halt auch gar nichts ausprobieren irgendwie. Ja, ich komme mir sehr verschwenderisch vor gerade. Ich meine, ist wahrscheinlich später egal. Aber so jetzt momentan ist so, tut schon ein bisschen weh. Oh, ich höre geile Schmatzgeräusche von irgendwo. War die Ziege. So. Geil. Geile Schmatzgeräusche, auch in deiner Umgebung. Liebe ich. So, okay. Dieser Tisch muss dann weg, der Forschertisch. Ne? Oder? Ja, doch. Ja. Geil. Dann kommen wir von da aus auch in den Mittelgang. Kann außenrum, muss nicht unbedingt durch die stinkenden Tiere laufen oder was immer hier drin ist. Huch, was kommt denn da? Hä? Oh! Hä? Oh, geil, das ist ja so ein komischer Vogel. Wollen wir weiter fahren? Ich meine, wir könnten ein Tier einsammeln. Ach ja, den kleinen Kackvogel, ne? Zum Beispiel, für Eier. Vielleicht keine schlechte Idee. Ich mach mal einen Anker. Alles klar. Ich guck mal, ob ich vielleicht noch irgendwie... Kann ich den schon rausmachen? Siehst du das schon? Ja, denke schon. Aber wir müssen zuerst mit dem Bogen ein Wildschwein erledigen. Was vielleicht keine so schlechte Idee ist. Nee, niemals. Oh, das ist der Hai. Oh. Und? Das ist schon wieder weg. Konntest du keinen... weg, ich sehe ihn nicht. Konntest du keinen Namen lesen? Nee. Das ist natürlich, schade. Erik, wie heißt der? Ich hab's schon wieder vergessen. Okay.
Aber ich weiß, es ist furchtbar. So, okay. Wupp dich. Ja. Hier unten lasse ich die ganzen Balken mal, ne? Weil, wie gesagt, passt ja auch irgendwie. Ja. So, hier unten passt das super. Ja, finde ich auch. 15 Hähnchenschenkel. Das sagt doch alles über diese scheiß Möwe aus. Junge. So. Dann geht's da oben bald ans Eingemachte. Aber dann machen wir jetzt erstmal kurz die Insel, ne? Ich versuche nochmal, ich habe noch eine Badewanne dabei und so. Da muss ich mal schauen, was ich damit mache. Habe ich irgendwann Platz? Haben wir irgendwo Platz für Badewannen? Ich pack das mal auf. Verkauf der Möwe ein. Vielleicht bleibt sie dann weg. Ne, hier Badewanne, Stuhl. Honig haben wir auch noch irgendwo. Ich glaube tatsächlich, wir haben keinen Honig mehr. Also ich habe noch zwei auf Tash. Kann ich hier vielleicht noch da hinten einfüllen? Dann sind sie zumindest weg. Honig platzieren. Super. Ja, geil. Dann dampft es gleich wieder außer Poke da hinten. Dann mache ich nochmal schnell Glas weg. Glas können wir ja jetzt auch herstellen. Eisen rein. Und Nägel. Wollten wir den Nägel? Ich glaube, hatten wir die bei Eisen gehabt oder so? Kann das sein? Bei Metall? Ich glaube, bei Stein. Ich habe die bei Steine reingepackt. Jetzt. Wo hast du das Glas rein? In die Glaskiste. Weil wir haben eine Glaskiste. Also Glas rein, meinst du? Glas rein. Glas rein! Doch! Schön. So, okay, warte, Haimaske noch. Alter Dame. So. Oh, ich habe noch einen im Inventar. Achso, ein Netzwerfer vielleicht. Ich nehme einen Netzwerfer noch mit. Ach, wir haben wieder keinen Empfang sonst hier, ne, auf der Insel. Ja, ist wichtig. Wo habe ich denn den reingepackt? Nee, das war das hier? Ja. Gucken, wie der Hai heißt. Gut. Heiter bis wolkig. Wow. Ja, aber heiter wow. Bis. Wow. Heiter bis, verstehst du? Mit zwei ja, S. Ja. Ich hab, das verstehe das schon. Bitte erklär mir den ich auch noch, weil er ist ganz fürchterlich. Ja, oder? Ja? Hm? Geil, Tobi. So viel Qualität gibt's selten. Sag mal, Anker hast du geworfen, ne? Ja. Okay. Ja, doch. Gut, guck nochmal lieber, aber ja, eigentlich schon. Gut, dass ich Angel mit da habe. Das ist sehr wichtig. Oh nein, das Wildschwein. Oh, das habe ich vergessen. Jo, der Anker, der hängt wahrscheinlich unten irgendwo. Also der ist nicht auf Grund gelaufen, aber der ist da. Und der Vogel kommt. Oh cool, Wildschwein und Vogel. Das ist eine gute Kombo. Wir sollten vielleicht einen Bogen mitnehmen. Ich hab einen Bogen. Ah, super. Kannst du dich vielleicht, magst du Wildschwein vielleicht mal mitnehmen? Ja, wo bist denn du? Ich tauche hier einfach im Wasser rum gerade schon. Ah, okay. Ich guck mal, ob ich die Wildsau kriege. Wo ist der denn? Der Eber. Oh, ein Puffy. Oh nein. Ich hab schon wieder, ich hab den Bogen, ich nehm nicht mit. Ach, scheiße. Warte, ich komm rein. Ich mach den platt. Nein. Wirklich ein Witz jetzt, oder? Was denn? Meine Heimmaske ist weg. Wie, die ist weg? Einfach so, die ist weg. In der Kiste sind auch ein paar. Wieso, wie weg? Ja, ich wollte die anziehen und dann ist sie irgendwie weggeditscht und jetzt ist sie weg. Ins Wasser? Ja, ins Wasser und jetzt ist sie weg. Oh, das ist Wildschwein. Moin. Meist was Wildschwein platt. Wildschwein mit so einer Heimmaske. Hallo. Oh, Puffy. Und der mit seinen scheiß Steinen die ganze Zeit von da oben, ne? So. Ich muss zugeben, die eine Mod, die ich installiert habe, ist vielleicht ein bisschen zu over. Hä? Ich habe eine Mod installiert, mit der man angeblich doppelt so lange tauchen kann. Aber es kommt mir vor wie 10-mal so lange gerade.
ist ein Stein. Also ich tauche gerade 70 Stunden und ist irgendwie kein Problem. Ich kann hier einfach ohne Ende. Was eigentlich cool ist, weil das spart mir das ganze Auftauchen ständig und. Aber irgendwie ist das ein bisschen zu over. Weil ich fand, dass man immer so schnell wieder auftauchen muss und es wäre nice mal auszuprobieren, wie es ist, wenn man ein bisschen länger kann. Ja, das stimmt. Ne? Wo ist der scheiß Vogel? Ja, naja, da haben wir zumindest mal ausprobiert. So. Müssen wir diese Aufnahmesession leider mit leben, Tobi. Tut mir leid. Ärgerlich.